Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Edna bricht aus. Wir wollen uns jetzt irgendwas vom Barmann holen, damit wir an seine Dings rankommen, an seine Schaufel. Aber erstmal will ich mal noch was mit dem Troggi ausprobieren. Im Namen des Barmanns, lass mich hindurch. Drogelbecher! Schade. Und wenn ich als Dr. Marcel komme? Im Namen von Dr. Marcel, lass mich hindurch. Drogelbecher! Irre ich mich oder hat er gezögert? Vielleicht lässt er sich von höheren Autoritäten beeindrucken. Krass. Und wenn ich ihm jetzt hier den dampfenden Topf zeige? Das zeige ich ihm lieber nicht. Er könnte es als Respektlosigkeit auslegen. Ach so. Immerhin war das mal das Herrschaftsemblem seines Königs. Schade. Hätte ja sein können. Drogelbecher braucht keine Therapie. Er ist, wie er ist. Ah, ja. Der gute Drogelbecher. So funktioniert das nicht. Um seine Handschrift zu lernen, bräuchte ich etwas, das er geschrieben hat. Ja, dann gib ihm... Ach, alter Schlüssel. Ach, das war... Ja, okay, nee, ich weiß jetzt wieder, was das für einer war. Okay, verstehe. Klick, klack. Ist das jetzt so... Das müsste die Unterhaltungstherapie sein, ne? Ja, genau. Dibidim, badadadambam. Jetzt gib mir bitte die Komplettlösung. Barmann, ein Drink bitte. Aber natürlich, was soll's denn sein? Die Komplettlösung, bitte. Einmal die Komplettlösung, bitte. Steht nicht auf der Karte. Was? Lass mich mal sehen. Tatsächlich, was ist bloß in mich gefahren? Dafür habe ich doch die Zutaten gar nicht. Wo zum Teufel bekomme ich jetzt zum Beispiel Hackfleisch her? Oh. Entschuldige mich, ich muss in den Keller, um meine Flinte zu holen. Oh. Ist schnell, nimm den Löffel. Nimm den Löffel. Hier mixt der Barmann seine Drinks? Und schnell weg. Schnell weg. Weg. Bevor er wieder aus dem Keller wiederkommt. Irgendwie erinnern mich diese Dinger, die da gerade unter dem Tisch vom Barmann standen, an die Turrets von Portal 2. An die Geschütztürme. Wo bist du? Achso, nee, ich muss ja wieder mit dem Ding fahren, mit dem Wäschelift-System. Ach ja. Ich bin echt so froh, dass ich zumindest mal noch ein Let's Play kenne, aber ich kann mich noch erstaunlich gut an manche Dinge erinnern, aber auch nicht an alles. Beziehungsweise manches auch rekonstruieren, dadurch, dass ich es noch so in etwa weiß. Wie es ging, geht es an manchen Stellen natürlich leichter, als wenn man es jetzt frisch sich rekonstruieren müsste. Und los geht's. Aber, ja. Achso, ich könnte eigentlich mal... Dieser Löffel hat genau die richtige Größe, um damit Eis zu essen. Okay. Da kommt der nächste Ausgang. Ja, dann lass ihn mal kommen. Ich will gern noch mit dem Löffel reden. Das soll ein Löffel sein? Der beste im ganzen Geräteshoppen. Okay. Und wenn ich jetzt hier... In diesem Bild schaufelt Captain Unbrauchbar eine fünfte Elbtunnelröhre. Eine fünfte? Hat der Elbtunnel wirklich vier Röhren? Ich meine, ich bin schon im Elbtunnel gewesen, wenn mich nicht alles täuscht, hier in Hamburg da unten, aber... Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie viele Röhren das Ding hatte. Hatte der vier Röhren? Nicht nur zwei? Nicht nur eine hin und eine zurück? Echt? Ha. Muss ich eigentlich mal nachschauen, ist schon ein bisschen her. Hallo? Bist du noch da unten? Hola! Was gibt es? Ich habe endlich einen Löffel für dich gefunden. Das soll ein Löffel sein? Muss wohl. Der Barmann hat damit seine Drinks umgerührt. Ah. Was soll's? Bis du einen richtigen Löffel gefunden hast, muss der halt ausreichen. Danke für deine Mühe. Ja, danke.
Kann ich jetzt mit dir reden? Hallo. Hallo, ich glaube, er ist zu sehr mit Graben beschäftigt. Ja, dann gehe ich eben hoch und dann wieder runter. Ah, da. Gucke male. Ja, lauf doch nicht davor. Gucke male, Erdhaufen. Nimm. Erdhaufen. Na. Warum schleppe ich jeden Dreck mit mir herum? Gute Frage. Sag mal einen Ton. Dur oder Moll? Moll. Mollton. Ach je. Ja, und wenn du den scheiße findest, dann setzt du noch abgekürztes SCH da vorne dran, dann ist es ein Schmollton. Ja. Captain Unbrauchbar trägt ein Cape aus schmutzabweisender Weltraumfaser. Aber ich gehe jetzt nicht zu dem, zum Trockelbecher zurück, um zu testen, ob er auf dem Ton was Richtiges gesagt hat. Das ist mir zu Achso, ich muss eh hier weg. Ne? Warum schleppe ich jeden Dreck mit mir her? Ja, ich muss zur Blase. Wenn mich nicht alles täuscht. Und Blase war ein paar Stockwerke weiter oben. Na, geh doch darüber. Oh, wieso läuft sie nicht mehr? Na also, geht doch. Und hoch. Ich müsste ja jetzt mit der Tonerde den Abdruck machen können. Hoffe ich zumindest. WC, ja. So, Tonerde mit dem Ding. Die Erde ist zu trocken, um darin einen Abdruck zu hinterlassen. Ja, meine Güte, dann mach sie halt nass. Cool, jetzt hab ich Matsch. Ein Klumpen feuchter Dreck. Man sollte immer einen dabei haben. Auf jeden Fall, das ist sehr nützlich. Damit kann man sich Schlüssel formen. Ich befehle dir, oh grausamer Golem, Dr. Marcel zu verschleppen. Welcome to Golem Free Private Edition. To activate the Cool Abduction Verschleppungsmode, please purchase Golem Pro 2.0 for $34.99. Mist. Wieder nur so ein 14-Tage-Trial-Golem. Okay, sollte das jetzt eine Anspielung auf MMORPG sein, auf Free-to-Play, aber Pay-to-Win, oder wie? Schön. Ich glaube, so könnte ich einen Abdruck machen. Ja, dann mach mal. Wow, das hat ja richtig geklappt. Ja, schön. Sherlock Holmes. Du bist Watson, ich bin Holmes. Ich bin Holmes, du bist Watson. Nein, du bist Watson, ich bin Holmes. Was ist denn da draußen los? Ich bin Holmes und du bist Inspektor Clouseau. Abgemacht. Was ist denn da draußen los? Ja, ja. Ich glaube, das interessiert den auch gar nicht. Der hat, glaub, nur gehört, hier Frauenstimme auf dem Männerklo. Habe ich keine Ruhe, oder wie? Ach je, ach je. Aber man muss ja fairerweise sagen, nicht nur Frauen können Quatschtanten sein. Gut, Tanten vielleicht schon, aber... Ja, ihr wisst, wie ich meine. Jetzt muss ich wahrscheinlich diesen Abdruck, den ich jetzt habe, noch verhärten, wenn ich mich recht erinnere. Ach je, wir kommen der Sache näher. Achso, ich muss ja erst runter. Und rüber. Dr. Marcel, dieses Graffiti ist einfach so genial. So, hier. Okay. Form. Ich glaube, sie ist fertig. Warte mal, was passiert eigentlich, wenn ich dich so nehmen will? Au, heiß! Mist, so komme ich da nicht ran. Ja, ist okay, wir haben ja noch die Topflappen von Bienenmann. Die werden uns retten. So. Das ist ein perfektes Negativ des Generalschlüssels. Das heißt, rein kommen wir schon mal. Nur noch nicht raus. Ein Hoch auf deduktive Logik. Und auf Pürierstäbe.
Und wieso ist Pürierstäbe bitte? Es ist doch... Jo, Gold da rein. Okay. Warum wird der Schlüssel nicht endlich fest? Ich sollte irgendwie nachhelfen, so wird das nie was. Ich finde sicher einen Weg, die Form abzukühlen. Also auf zu einem Wasserhahn. Mit Wasser abkühlen und so. Sollte zumindest funktionieren, oder? Was meint ihr? Na? Wasserhahn. Ja komm, da hat's auch einen bei Blase. Der ist bestimmt immer noch am Pinkeln. Ja, ist er natürlich. Gut, dann hilf nach. Okay. Cool, das Wasser hat das flüssige Gold abgekühlt. Ja, kann ich das jetzt einfach zerbröseln? Ich habe es fast geschafft. Ich muss nur noch irgendwie den fertigen Schlüssel daraus prügeln. Kann ich da mit dem Hammer draufhauen? Damit sollte ich den Schlüssel frei bekommen. Beziehungsweise nicht Hammer, den Poloschläger. Ich hab's geschafft, mein eigener Generalschlüssel. Freue dich nicht zu laut in Verbindung, in Gegenwart von Blase. Bitte. Ist da um die Ecke? Ja, gut. Ja, mit diesem Generalschlüssel stehen uns jetzt alle Tore offen. Hallo? Ja, okay. Keine Ahnung, was das wieder war. Hat ein bisschen gebackt, aber... Ja. Auf. Ach, damit geht es jetzt endlich deutlich einfacher. Ja. Warte mal, war noch ein Schloss irgendwo? Abgesehen von dem da hinten? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, irgendwo war noch eins, aber wir haben ja jetzt im Zweifelsfall den Schlüssel. Ja. Und raus. Ich bin endlich frei. Yippie! Dann lass uns in den Zoo. Das geht nicht, Harf. Ich muss die Beweise finden, die meinen Vater entlasten. Dann hoffe ich, die Informationen sind innerhalb dieser hohen Mauern da. Was? Mist. Super, gell? Gleichzeitig. Oh je. Was ist los? Warum wird nicht gegessen? Herr Doktor, es gibt Probleme. Holger und Stiesel werden vermisst. Das eine Problem habe ich gerade gelöst. Herr Doktor, eine Katastrophe! Edna ist ausgebrochen! Stiesel. Wie oft sind uns schon Patienten aus ihren Zellen entwischt? Sie meinen am Tag? So 3 im Durchschnitt. Und wie viele davon sind über die Mauern entkommen? Naja, keiner. Keiner? Richtig. Der einzige Weg rein oder raus ist durch das Haupttor. Und selbst wenn sie einen Weg findet, das Tor zu öffnen, ohne Transportmittel kommt sie keinen Kilometer weit. Sie ist noch irgendwo auf dem Gelände. Durchsucht die Stockwerke, einzeln, und führt endlich die Patienten zum Essen. Naja, das ist ja ganz super, aber was noch super ist, passt mal auf, wenn ich jetzt hier den Deckel benutze. Ja gut, dann nimm halt den Deckel. Ja, hier, Generalschlüssel. Ich habe meinen eigenen. Das ist irgendwie ernüchternd. Ich wünschte, ich hätte diese Tonne niemals geöffnet. Ganz, ganz viele Generalschlüssel und wir haben uns nur einen Geschieß gemacht, einen zu bekommen.
Ach je. Nun gut, aber ich würde sagen, dann soll es das erstmal für diesen Part gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Edna bricht aus. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.